Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und sollte dein Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Tja Leute, haben wir den Klassiker. Honda Balli. Zweitakt natürlich, ist klar. Ne? Und ich weiß ja gar nichts. Ne? Ich weiß nur, dass er nicht läuft. Jetzt tasten wir uns da mal ran. Normalerweise ist das noch einfache Technik. Ne? Ich habe gerade gehört, das ist schon das etwas neuere Modell. Also nur 20 Jahre oder 22 Jahre alt. Aber die Dinger laufen noch. Es gibt viele davon. Und außer dass er jetzt ein bisschen komisch aussieht, ist das schon ein geiler Roller. Und warum? Ist halt Honda. Ja, jetzt werde ich euch hier mal die schöne alte Honda zeigen, in ihrer ganzen Schönheit. Ne? Ja, hat man hierher geschoben. Stand jetzt schon allerdings ein paar Tage in der Garage. Ne? Ist jetzt nicht wirklich hübsch, ne? Aber entspricht halt dem Zeitgeist, wie früher so eine Dinger waren. Und wisst ihr ja alle, das ist natürlich ein Zweitakter. Ne? Insofern, ne, hinten Topcase drauf. Ne, gucken wir mal. Hier haben wir ein Nummernschild. Ist jetzt auch schon ein paar Tage nicht gelaufen. Ne, ja, das Topcase ist natürlich wesentlich moderner. Dann haben wir hier, ist klar, weil sie draußen stand. Haben wir natürlich hier so ein bisschen Mutter Natur hat zugeschlagen. Na, ansonsten ist das natürlich ein ganz solider Roller. Wir gehen mal hier zum Tacho hin, gucken mal, was wir hier auf dem Tacho stehen haben. So, hier haben wir 10.561, was okay ist. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass die Tankanzeige da an ist, obwohl der Zündschlüssel nicht rumgedreht ist. Ne, aber vielleicht hat die Balli das so. Ich habe ja noch an keiner Balli geschraubt. So, dann wollen wir das Ding mal auseinandernehmen und gucken, was hier los ist. Als ersten Schritt gehe ich jetzt bei, ganz vorsichtig. Ne? Ja, drücke mal hier den Kickstarter runter, um einfach zu sehen, ob der Motor frei ist. Ja, frei ist er. Auf jeden Fall hat er ganz schön Druck. Ich probiere es mal mit dem Fuß. Ja, meine Schuhe sind auch schon fertig. So, geht auch wieder hoch. Also da scheint auch alles drin in Ordnung zu sein. Tja, jetzt mache ich mal das Helmfach auf. Und was sehen wir? Überraschung. Ja, das sieht so ein bisschen aus, als wenn da irgendwie der Mäuserix drin war oder so. Liegt doch ein bisschen was drin. Hier an der Seite haben wir die Batterie. Ich war ja noch nie an der Balli, deswegen muss ich mich da auch erstmal rantasten. Ne? Aber ne? Ist halt alles nur das Äußere, das zählt nicht. Das Innere muss gut sein. So, jetzt habe ich die 410er Schrauben gelöst. Jetzt löse ich die hier noch. Und dann sollten wir normalerweise das Helmfach rausnehmen können. Lege mir das natürlich alles schön weg. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Und was auch wichtig ist, wir müssen den Deckel abnehmen hier. Ja, ne, den hier vom Zweitaktöl. So, dann wollen wir mal gucken. Ne? Ja, dann können wir auch, ja, das Mäusefutter können wir dann noch rauskippen. Ne? Ja. So, hier haben wir es. Dann legen wir das mal an die Seite. Und dann können wir gleich auch mal sehen, was hier drinnen los ist. Oh, das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Tja, seht ihr, das Ganze sieht normal aus, hat natürlich Gebrauchsspuren. Und wir tasten uns jetzt hier mal ran. Ich zeige euch mal, was ich als erstes sehe, was mir schon mal auffällt. Und zwar, wenn wir hier gucken, dann haben wir hier einen Benzinfilter. Ja, der ist auch noch ein bisschen ältere Generation. Ich habe das Gefühl, der ist sogar aus Glas. Ne? Und da ist kein Sprit drin.
Das ist schon mal ganz schlecht, weil kein Roller dieser Welt fährt ohne Benzin. Tja, die Batterie habe ich jetzt auch freigelegt. Ne, seht ihr? Ist die niedlich? Ne, die ist ganz klein und flach. Ne? Ja, was steht da drauf? 45 Ampere, das kann ja wohl nicht sein. Und 12 Volt, ach nee, hier 2, hier ist es. Ne, 4 Ampere hat sie. Ja, so ein kleines Ding. Ja, die, ne, guck mal. Die ist doch niedlich. Ist bestimmt noch die erste Batterie. Jetzt machen wir hier den Stecker ab. Das ist schon cool hier, was Honda hier gemacht hat, ne? Nicht hier mit zwei Polen und so, sondern hier ein Steckverbindung. Und das finde ich schon gut. Ja, seht ihr, das hat Honda ganz gut gemacht hier. Hier sind zwei Pole, dann haben wir nur die Steckverbindung, die wird nach hier rausgezogen und das war's. Ne? Wahrscheinlich gibt es sie auch nur bei Honda und die wird wahrscheinlich auch ein paar Mark kosten. Jetzt habe ich das Messgerät mal rangepackt und wenn wir hier schauen, dann sehen wir, die ist auf jeden Fall noch zu retten und das heißt Geld gespart. Oh, schön. Ja, da ich festgestellt habe, ne, dass kein Sprit drin ist, ne, habe ich natürlich hier immer ein Liter Reserve, ja, in meiner Helix. Ja, es gibt ja Leute, die vergessen zu tanken. So, das kippe ich jetzt mal hier rein. So, und dann werde ich jetzt gleich mal den Kickstarter bewegen und gucken, ob der Benzin hochpumpt. Ja, ich habe den Kickstarter getreten, da ist nicht viel passiert. So, jetzt erzeuge ich wieder ja, meine Rüsseltechnik, nehme den Schlauch im Mund, dann und ne, bin ich der Unterdruckbenziner oder die Unterdruckpumpe. Schmeckt doch nicht so lecker. Ja, hier ist die Zündkerze. Ich drehe die mal um und zeige euch die mal. Die sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ja, hat so einen leicht bräunigen Ton. Na, und jetzt gucken wir mal, ob ein Zündfunke kommt. Ja, dann wollen wir mal gucken, was ist hier mit Zündfunke. Ich halte das mal fest. Na, der muss hier Kontakt haben. Ich sehe keinen, wenn ich ehrlich bin, kann aber auch sein durch den Rost, dass er hier keinen Kontakt hat. Da ist nichts. Ich sehe das auch nicht jetzt. Jetzt habe ich hier so eine Birne rangemacht, ne, und zwar an dem Stecker, der auf die Zündspule geht. Normalerweise müsste da Strom ankommen, irgendwas. Die Batterie habe ich vorsichtshalber auch noch dran gemacht wieder. Jetzt trete ich den Kickstarter nochmal. Aber dann wird die Kamera sich gleich verabschieden, also muss ich ihn mal ein bisschen zurückstellen. Ne? Ja, nicht, dass ich meine teure Kamera kaputt drehte. So, und jetzt sollte normalerweise hier irgendwas passieren. Oh, ja, die Kamera wackelt. Zurück noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Sonst setzt die Brille auf. Man sieht, dass da nichts passiert. Das heißt, das Ding kriegt kein Signal. Ja, nachdem ich festgestellt habe, dass wir keinen Zündfunke haben, gehe ich jetzt aber trotzdem mal bei. Manchmal sieht man den nicht oder hat hier keinen Kontakt. Ich nehme ja, Startpilot und sprühe das hier direkt in den Zylinder rein, schraube dann schnell die Kerze rein, weil das verfliegt und gucke mal, ob er dann versucht zu kommen. Kurze Gewinde, das ist ganz wichtig. Dieses Zeug verfliegt natürlich sehr schnell. Normalerweise wäre besser in Luftfilter rein, aber solange ich keinen Zündfunke habe, baue ich hier nichts unnütz ab. So, drauf, Zündkerzenstecker wieder drauf und dann gucken wir mal, was passiert.
So, ich gucke erstmal, was die Batterie hier sagt und so, weil ich habe ja festgestellt, dass noch ein bisschen Saft drauf ist. Ja, die ist auf jeden Fall zu schwach. Jetzt versuche ich es mit dem Kickstarter nochmal. Wahrscheinlich ist das Zeug jetzt schon wieder verflogen. Ja, passiert aber auch nicht wirklich was. Also die Batterie muss ich auf jeden Fall laden. Ne? Ja, dann schauen wir mal.